Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich ranke heute mit euch zusammen alle 10 Songs vom neuen Linkin Park Album. Let's go! Auf die 10, Good Things Go. Der Song hat einen richtig coolen Vibe, ziemlich catchy, gefällt mir unfassbar gut. Auf der 9, geiler Gesang, absolut eingängiger Song, eine coole Melodie, Over Each Other. Platz Nummer 8, Casualty, einer der härtesten Songs, die Linkin Park jemals gemacht haben. Die Rap-Parts von Mike sind so on point, richtig aggressiv. Es ist zum ersten Mal, dass Mike Shinoda screamt und es klingt einfach unfassbar schön. Und dieser Part vom Song hat mir auch besonders gut gefallen. Guckt euch das mal an. It's only a matter of time. 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 Auf der 7, Rocky. Komm. Komm her. Komm her. Auf der 7, Overflow. Ich finde, der Song ist ein absolutes Kunstwerk und mir gefällt ja dieser Teil von Mikes Rap-Part unfassbar gut. Catching fire, fighting fire. Auf der 6, ein Song. Also wenn Linkin Park da ein Musikvideo rausbringen würde, der Song würde überall auf die 1 gehen. Absolut hymnenartiger Gesang, richtig cool. Die Melodie ist richtig eingängig und die Hook ist absolut krass. Auf der 6, Stained. Auf der 5, einer meiner absoluten Favoriten. Und Emily Armstrong hat einfach gezeigt, die Frau kann schreien, sie kann cool schreien und sie kann lange schreien. Geile Rap-Parts von Mike, eine unfassbar geile Hook. Lol, Linkin Park. Auf Platz 5, Heavy is the Crown. Auf der 4, jetzt wird's spannend. Catchy Hook, geile Rap-Parts, ein geiler Vibe, der Linkin Park-Vibe vor allem. Deswegen auf der 4, The Emptiness Machine. Auf Platz 3, gerade rausgekommen als Single, unfassbar geiles Video, unfassbar geiler Song, absolute Meteora-Vibes, absolute Figure 9, One Step Closer-Vibes, catchy Hook, Meteora-Riffs, coole Atmosphäre und da schlägt das Linkin Park-Herz einfach höher. Auf Platz 3, Two-Faced. Jetzt wird's wirklich spannend. Das ist so, als würde man die fragen, hey, hast du ein Lieblingskind? Was man natürlich hat, aber nicht sagen würde. Denn ich meine, ein Kind hat man doch immer am liebsten. Man sagt's noch nicht. Und ich habe wirklich geschwankt. Ich habe das oft umgestellt, als ich mir Notizen gemacht habe, was ist denn auf der 1 und was ist auf der 2. Und ich glaube, es ist stimmungsabhängig. Platz Nummer 2 für mich. Und ich zeige euch einfach mal einen Ausschnitt aus dem Album Listening, was ja leider von YouTube geblockt wurde. Aber ich blende euch das mal ein, wie ich diesen Song wahrgenommen habe. Ist das ein krasser Song? What the fuck, Alter? Diese segenden Gitarren, richtig aggressiv. Du spürst es richtig, den Druck, den die Stimme von Emily in Kombination mit den Instrumenten erzeugt. Das ist absolut krass. Teufelsgesang. Würde ich noch zu Hause wohnen? Meine Eltern hätten mir diese Musik verboten, weil das einfach zu krass ist. Boah. Das klingt wirklich heftig. Platz Nummer 1. Okay, die Spannung ist irgendwie raus. Aber ich will einfach sagen, dass dieser Song ein absolutes Meisterwerk ist. Erinnert mich so krass an Bleed It Out von Minutes to Midnight. An dem Song ist einfach alles perfekt. Das ist ein 10 von 10 Song. Absolutes Masterpiece. Ich habe mir den Song jetzt so oft angehört. Ich liebe den Song einfach. Der ist unfassbar. Vor allem ist da eine Geige drin. Ich zeige euch das mal. Das klingt unfassbar gut. Das habe ich beim ersten Mal hören gar nicht so bemerkt. Aber wenn man es mal weiß, kriegt man es nicht mehr aus dem Kopf. Das ist einfach unfassbar schön. Auf der 1, Cut the Bridge. Danke für eure Aufmerksamkeit. Peace. Ein ganz großes Dankeschön geht an Janana Bäre, Toni Wolf, Eiko, Rexen. Danke für eure Unterstützung. Ihr seid wirklich die Besten.